Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part haben wir bestätigen können, dass Rafa die Tochter von Amara und auch von Dirk ist und damit auch die Schwester von Nayuta. Und das ist auch der ganze Grund, warum sich Nayuta hier so verhält, weil er nämlich seine Schwester Rafa beschützen wollte. Und wir haben es beim letzten Mal nicht wirklich geschafft, ihn auf unsere Seite zu bringen. Garen hat ihn immer noch in der Hand und jetzt will sie, dass wir aufgeben, aber niemals. Wir werden schon irgendeine Möglichkeit finden, sie noch zu schlagen. Hoffe ich zumindest. It is time to accept defeat. Now, watch as the hammer of justice comes down upon your dear brother. Your Majesty, the verdict if you will. Yes, your Eminence. Objection! Nayuta war's doch nicht. Wait a second. Try to. Does the defense wish to raise an objection? There's got to be some way to save Nayuta. Apollo. It all goes back to that incident 23 years ago. It's branded him the son of a criminal. So if you could once and for all prove that Dirk didn't try to assassinate Amara... Right. Nayuta and Rafa's father would no longer be viewed as a criminal. But I thought there wasn't any evidence left, because it was all destroyed in the fire. And Dirk investigated the matter for years, but never managed to learn anything new. Really? Nothing at all? Could an exceptional lawyer like Dirk try that long and really uncover nothing at all? He had over 2 decades, Apollo. Huh? He's right. I doubt Dirk would have gone to his grave without discovering something new. He must have secretly planted something to topple Garen with somewhere. Take another look at the evidence. You just might find what we need to break out of the situation within there. Got it. Ja, das stimmt schon. Den Fall vor 23 Jahren haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich dachte, der würde eigentlich eh eine viel größere Rolle spielen hier bei der Verhandlung. Aber jetzt können wir den auch mal ein bisschen aufklären. If the defense is done stalling for time, I shall now render my verdict. No, wait. About the assassination attempt 23 years ago. The defense has some new information it would like to share. You do? Well, we had intended to deliberate that case in the course of this trial. Dirk, did you leave something behind for me? Is there some connection I'm missing here? Ja, der biologische Vater von Apollo. Oder meint er das? Ich meine, es wäre gut, wenn wir den einfach beschwören könnten. Und dann kann der eine Aussage abgeben, weil der war ja Augenzeuge. Very well then. What is the source of your new information about the case from 23 years ago? Okay, was ist die Quelle unserer neuen Informationen, die wir jetzt bekommen haben, über den Fall von vor 23 Jahren? Das ist jetzt nicht so einfach, auch von der Fragestellung her. Vielleicht ist das Bild schon wieder zu weit gedacht. Ich meine, wir haben ja die Akte an sich. Hier. Das sind viele, viele Seiten über den Mord von vor 23 Jahren. Das ist ja auch das, was Dirk alles zusammengetragen hat. Ich weiß nicht, ob man das als neue Information bezeichnen kann. Aber schon so ein bisschen, weil auf Seite 20 wird ja auch Apollos Vater erwähnt, dass der da auch da war. Also es muss eigentlich schon die Akte sein. Denke ich. Take that! Scheiße. This is my source! Oh, and just how are we to obtain new information from it? If we take a closer look at it, I'm sure it will... Das ist sogar jetzt ein bisschen doof, finde ich, weil das war jetzt auch wieder so, im Prinzip, dass es 2 Beweise gab, die beide darauf hindeuteten. Eigentlich war es ja ansonsten im Spiel immer so, dass jetzt dann gesagt worden wäre, ja hey, das ist... nicht ganz richtig, was du gezeigt hast, aber auch nicht ganz falsch. Also kriegst du kein Leben abgezogen. Jetzt doch. Oh. Oh, sorry! Den kennen wir noch gar nicht, den Angriff. Oder? Try again, Mr. Justice! Jetzt habe ich doch nur noch ein Leben. Mann, ey! Apollo, trials here are a little different than the ones back home. So things that wouldn't be considered evidence back there can have a huge impact on a case here. With that in mind, why don't you take a good look at the court record again? I think you'll find what Dirk left for you. Genau, einen Augenzeugen hat er uns halt quasi zurückgelassen, den wir herholen können. Ja. If that is your wish, very well then. Also das war schon ein bisschen blöd, weil in der Akte auf Seite 20 steht es ja auch.
Da steht das sogar eigentlich eindeutiger, finde ich, als wenn ich einfach nur das blöde Bild zeige. Weil, ich meine, das ist ja wieder, es spielt beides zusammen. So, es ist schon wichtig, auch das Bild zu haben, weil man ihn ja nur dann beschwören kann, wenn man auch ein Bild und einen Namen von ihm hat, den wir jetzt halt nur dadurch haben. Aber das ist mit der Akte schon auch wichtig. Vielleicht ist das Bild wichtiger, ja. Aber da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass bei der Akte auch es keine Fehler gäbe. Egal, wird's halt noch spannender mit einem Leben. Yay. So, jetzt. Take that. A photograph? Yes. Do you recall the traveling musician who died in that fire 23 years ago? How could anyone forget such a painful chapter in our history? The poor fellow was caught up in the blaze that was meant for Queen Amara. We never knew his identity though, as his belongings were burned to ashes. Well, about that. The truth is, he was my biological father. Oh? What? Das wusste sie auch nicht. Why, of course. With his photo and her benevolence. Exactly. We might be able to prove they are completely innocent. And that would free her from the infamy of having criminal blood in her veins. Because here in Corain... We can witness the final memories of the dead. Oder auch so. What utter nonsense! Das habe ich mir ja auch schon gewünscht, dass wir auch eine Seance von Jove Justice haben würden. Ich dachte jetzt, wir würden ihn auch vielleicht einfach beschwören. Das würde ja auch gehen. Aber Seance würde ja auch gehen. Sogar vielleicht... Ich weiß nicht, ob es besser ist. Ist beides gut. There was no evidence left in the wake of that blaze. That's what you think. But Dirk went to the ends of the earth to bring this little souvenir back for us. He did? Mhm. Yep. And boy, is it the best piece of evidence ever. He knew that with it, we'd finally be able to conclusively settle the matter here in court. And save his children. Your Majesty. The defense requests that we hold a divination seance for this new victim. Hat sie was dagegen? What a waste of time! The events of 23 years past have already been deliberated at length. But wasn't Dirk on trial for that incident as well today? So we wouldn't be doing our jobs if we failed to look into this new lead, would we? Ja. As the preceding judge, I will now share my thoughts on the matter. The attempted assassination of Queen Amara is a case we can ill afford to leave open, and I believe that the final memories of the victim will prove to be very important. Therefore, it is the opinion of this court that we should conduct another divination seance. Yeah! Habe ich mir ja schon ein bisschen gewünscht eigentlich, weil ich finde ihr zuckendes Auge immer so lustig. Es hat mir ja wirklich gewünscht, dass wir hier sogar gleich zwei hätten. Eben einmal für Inga und jetzt auch noch dann für Jove Justice. Why you? Your benevolence. If you knew the full name of the victim seen in this photo, you'd be able to perform a divination seance, right? Of course, leave it to me. Thank you. My father's full name is... Jove Justice. Alright. So, noch eine. Now, your benevolence, please commence the divination seance when you are ready. Ding. Oh, Holy Mother, we hold this divination seance in your name. Let the eyes of everyone here be clear, and our ears be unstopped. O dance of devotion, guide the victim's soul to me, so that we may receive their final memories in the pool of souls. So, das ist wahrscheinlich wirklich die allerletzte im Spiel. Aber ich skippe sie trotzdem. Wir haben sie schon oft genug gesehen. Und ich bin super gespannt, was da gleich abgehen wird. Deswegen schauen wir uns das gleich mal an. Was hat der Vater, der biologische Vater von Apollo vor 23 Jahren gesehen, als er umgebracht wurde? Burning, Heat. Etwas brennt und Hitze. Weinen. Das Baby. Schmerz. Metallic Sound, metallisches Geräusch. Thank you.
Okay, das muss ich mir gleich nochmal anschauen. Ist das sogar ziemlich kurz sogar? Da war die von Inga viel länger und verwirrender. Vor allem der metallische Sound am Ende war komisch. Das habe ich gar nicht genau gesehen, was das war. Muss ich gleich nochmal mir dann genau angucken. Und auch mit den Einblicken von Rafer natürlich abgleichen. The spirit of the victim has granted us a window into his final moments. It would appear the divination seance was a success. So those were my father's final moments. That baby we saw must have been you, Apollo. Ja, stimmt, das habe ich gar nicht realisiert. Stimmt tatsächlich. Weil das ist ja 23. Wie alt ist Apollo nochmal? Der ist 24 oder 25 oder so, ne? Ah, den habe ich ja jetzt nicht hier, weil ich ja SR spiele. Aber der ist 24 oder 25 oder so. Also ja, das passt. I will now decipher the experience of the deceased. Are you ready, Hornhead? Yes, please proceed. Very well. Here are my interpretations of the facts as gleaned from the seance vision. Okay. Insight, der Einblick von Rafer. Was deutet sie daraus? Rafers Insight, Rafers Einblick. Someone attempted to assassinate Queen Amara by setting her residence ablaze. Jemand hat versucht, Königin Amara umzubringen, indem dieser jemand ihre Residenz in Brand gesteckt hat. Hornhead's father happened to stop by and was knocked out by the assassin. Der Vater vom Hornkopf von Apollo war da zufällig auch und wurde dann vom Mörder niedergeschlagen. Oder ohnmächtig geschlagen, ja. Dirk's fingerprints were discovered on the lighter. Achso, ach stimmt, der metallische Sound war das Feuerzeug, okay. Ja, were discovered on the lighter found at the scene of the crime. Die Fingerabdrücke von Dirk wurden auf dem Feuerzeug gefunden, das am Tatort gefunden wurde. That is how he was determined to be the assassin. Und so wurde halt dann festgelegt, dass er wohl der Mörder sein muss, weil da halt die Fingerabdrücke auf dem Feuerzeug drauf waren von ihm. Hornhead's father tried to save his son, but sadly he perished in the attempt. Der Vater vom Hornkopf hat versucht, seinen Sohn zu retten, aber bei dem Versuch ist halt leider fehlgeschlagen und dann eben selber gestorben. Okay. Das war jetzt gar nicht mal so genau, irgendwie. That is everything the deceased experienced in his final moments. My father's final memories. They're right here for everyone to see, but... Can any of them unlock the truth behind what happened 23 years ago? Okay, es geht direkt. Muss ich jetzt nochmal genau angucken. Auch mit Pause ein bisschen. Okay, also jetzt nochmal. Gelb ist Hören, glaube ich. Also er hat ein Brennen oder ein Knistern oder sowas gehört. Ja. Und Hitze hat er gespürt. Rot ist Spüren, glaube ich. Da hinten ist Amara. Weinen hat er gehört. Ah ne, dann ist doch was. Nee, stimmt. Riechen ist ja gelb. Genau, also er hat das Feuer quasi gerochen. Genau, die Hitze hat er gespürt und Weinen hat er gehört. Ja. Nämlich Apollo. Kann man sogar da schon ein bisschen seine Haare sehen, sein eines Horn. Okay, ja. Dann hat er einen Schmerz gespürt plötzlich. Hat das Baby auch fallen gelassen. Genau, ein Feuerzeug ist es. Und dann kam der metallische Sound. Das metallische Geräusch, wie das Feuerzeug auf den Boden gefallen ist. Was hat man da hinten gesehen? In dem Teller oder so spiegelt sich irgendwas. Ach, die Hand. Ah, okay. Da links oben vom Baby im Teller spiegelt sich, wenn es ein Teller ist, ich glaube aber schon, spiegelt sich die Hand, die das Feuerzeug in Händen hält und dann abwirft. Ah. Oh, das ist ja richtig nice. Das ist ziemlich nice. Okay, ich hab's gefunden, glaube ich. Das ist nur ein ganz klitzekleines Detail, aber extrem wichtig. Ich liebe die Divination Seances so sehr. Die sind so cool. Okay, das war's. So viel anderes Komisches bemerke ich daran jetzt. Also die eine Sache, den Widerspruch, habe ich, glaube ich, eben schon. Aber sonst der Rest. Ansonsten bemerke ich noch nichts Komisches.
Weil da ist ja bestimmt noch mehr, was daran seltsam ist. Aber ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, das zählt dann schon, weil das kann man nur ganz, 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 ganz schwach erkennen. Aber ich will darauf hinaus. Rafer hat ja gesagt, und das stimmt ja auch, dass die Fingerabdrücke von Dirk auf dem Feuerzeug gefunden wurden. Und... ja, ich weiß gar nicht, welchen ich da jetzt genau nehmen soll dann. Ja, wahrscheinlich aber schon den hier bei dem Feuerzeug am Tatort. Weil der Sinn ist auf jeden Fall, wir sehen ja da oben bei der Spiegelung, dass da der Täter das Feuerzeug abwirft. Aber der Täter hat Handschuhe. Das würde bedeuten, dass das wahrscheinlich einfach Dirks Feuerzeug ist, was er halt normal benutzt. Was der Täter, der wahre Täter, dann ihm aber geklaut hat. Der Täter hatte Handschuhe an, sodass seine Fingerabdrücke nicht draufkommen konnten. Das hat er dann hinterlassen, das Feuerzeug, wo halt nur Dirks Fingerabdrücke drauf waren, weil das halt sein normales Feuerzeug vielleicht ist. Und so dachte dann jeder, dass es Dirk sei. Aber der wahre Täter hat Handschuhe benutzt. Und deswegen war es nicht Dirk. Okay, das ist echt richtig cool. Ich liebe diese Jungs so sehr. Die sind so nice einfach nur. Aber ja, ich würde dann erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice. Beim nächsten Mal werde ich dann diesen Widerspruch zeigen, dass eben der wahre Täter Handschuhe getragen hat und dass es deswegen nicht sein kann, dass es Dirk war, weil wir haben zwar seinen Fingerabdruck drauf gefunden, aber das heißt halt wahrscheinlich nur, dass es einfach sein ganz normales Feuerzeug war, was ihm geklaut wurde, was der wahre Täter benutzt hat, um dann den Verdacht auf ihn zu lenken. Ja, schon echt ziemlich krass. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir hier beim nächsten Mal bei der Seance noch so alles entdecken werden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.